mal, wir haben die Helme getauscht. Jetzt habe ich den rosa Helm und Lea den schwarzen. Wir müssen mal hier die, was ist das, Gender? Rollenverteilung. Ja. Ja, die Rollenverteilung muss stimmen. Mädchen tragen rosa, Jungs tragen schwarz, Gangster. Wir sind auf dem Weg zur burmesischen Grenze. Und weil wir keinen Bock hatten auf den direkten Weg, machen wir jetzt so einen riesen Schlenker irgendwie am Nationalpark vorbei. Müssen wir mal gucken, wie es aussieht. Mal gucken und wir filmen. Richtig. Angezeigt, so wie überall auch hier, nur dass die weiße Straße leider ein Schotterweg ist. Und wir hätten noch die Auswahl gehabt zu einer weiß gestrichelten Linie. Aber oh Gott! Aber wenn die hier schon so ist, wie ist denn die weiße gestrichelte Linie? Oh, wo fährst du lang? Wir sind nicht in Jurassic Park gelandet, wir sind an der Grenze und diese fette Mauer da trennt Thailand und Burma voneinander. Nicht Burma, Myanmar. Was denn jetzt, Burma oder Myanmar? Kann man beides sagen, glaube ich, aber Myanmar ist das Offizielle. Siehst du, ich bin schon so alt. Ich zeige euch mal, wo wir uns gerade befinden und zwar an dem schmalsten Zipfel von Thailand. Das ist Thailand und wir befinden uns da. Leider können wir nicht rübergehen, weil wir kein Visa haben. So, beste Aktion ever. Wir haben uns gerade mit diesem alten Mann unterhalten und er wollte mir gerade so auf der Karte zeigen, wo er wohnt, damit wir ihn besuchen können und so. Und dann gucke ich, okay, wo ist mein Telefon? Liegt noch ein Moped in diesem Fach dort, wo ich es mal reinschmeiße. Und jetzt laufen wir ganz schnell zurück in der Hoffnung, dass es noch keiner entdeckt hat. Das wäre ein guter Grund, ein neues Handy zu kaufen. Für mich. Leo kann dann mein altes haben. Nein, Quatsch. Ah, scheiße. Ach, hab ich mit mir getan. Wir rennen und
Es ist noch da. Die Preise hier sind der Hammer. Schaut euch mal an, ey. Der Tisch dort kostet 1000 Baht und die Stühle kosten 100 Baht. Und die Stühle hier kosten 200 Baht. Und 100 Baht sind, keine Ahnung, irgendwas sind die 3 Euro. Und das ist ein richtiger Stuhl, massiv Holz. Ja, aber schade. Das Traurige dabei ist, seht ihr das? Das hier, das ist schon Myanmar. Und da werden ganz viele Bäume abgeholzt, damit wir das hier haben. Also eigentlich ist es richtig traurig. Wenn man weiter Richtung Myanmar, aber eher südlich auf der Andaman-Seite guckt, da sind dann Inseln, die zu Myanmar gehören und Inseln, die zu Thailand gehören. Und die Inseln, die zu Myanmar gehören, sind komplett runtergerodet. Was macht sie jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ah, das? Simpel? Yeah. Ah, okay. Yes, yes. Ja, ziehen wir uns mal ein paar Jackfruits rein. Und da sind wir. Bei der Jackfruit. Kanun. You catch a pink one? You speak Thai? Nicht neu. Okay. ขอบคุณครับ. 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 Ja, ขอบคุณครับ. Thank you. Ein Hoch auf die Jackfruit. Wenn ihr wissen wollt, wie die schmeckt, müsst ihr selber nach Thailand fahren. Ach so, die Frau hat mir ja was auf den Handrücken geschmiert. Und so sieht es aus. Und eigentlich schmiert man es sich hier hin und ich glaube auf die Stirn, damit es als damit es als Sonnenschutz dient. Und es riecht so holzig. Und das andere, was sie mir auf meinen Arm geschmiert hat, ist wohl auch irgendwie das Gleiche. Und es riecht nach Seife. Und ich hoffe, das bleicht meine Haut jetzt nicht an dieser Stelle aus. Das wäre nämlich ziemlich blöd. So, das war's mit dem Grenzausflug und für uns geht's jetzt weiter Richtung Phratchoap Kirikan. Und deswegen setzen wir diese super schicken Helme auf. Denn safety first. Fahren jetzt da durch und hoffen, ja, aber die fahren alle da durch. Na, die fahren alle mittig. Nein. Warte, ich habe Angst. Ja, dann musst du zu Fuß da durch. Aber nicht mittig. Nicht doch, mittig. Ich fahr hier Leo, mittig. Leo, Leo. Leo. Ich fahre hier mittig durch. Es ist gar nicht so tief. Oh Gott, ich krieg gleich eine Krise. Warum denn? Oh. Komm, einziehen. Oh. Da ich da. Olga hat gedacht, das Ding ist 3 Meter tief. Ja. Und wir müssen jetzt schwimmen. Ja. Wenn ihr solche Situationen habt, wo vor euch eine super, also eine Wasserüberführung ist, eine Wasserstelle und ihr wisst nicht, ob es tief ist, ob ihr da durchkommt, dann müsst ihr jemanden zu Fuß da durchschicken. Oder ihr wartet so lange, bis dort jemand durchfährt. Und ich hoffe, der biegt hier ab und fährt da durch. Nein, er fährt in die andere Richtung. Alles klar, dann ziehe ich mir jetzt die Schuhe aus und gucke, wie tief das ist. So, also um zu gucken, wie tief es ist, müsst ihr da durch.
Leo, da blubbert es sogar, Mann. Da sind vielleicht Krokodile drin. Das sind Fische. Leo, ey, ich finde... Du bist fast ausgerutscht. Hast du es gerade gecheckt? Wir können hier durch. Hello. Hello. Okay. Siehst du, die wollen alle erst wieder durchfahren. Komm mal, sie. Aber ich würde das hoch machen. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Wir sind nicht so schnell. Okay, wir fahren da jetzt doch durch. Vorsicht. Ich mach richtig voll. Guck mal, die hält sogar an. Noch einen kleinen Markt gefunden. Da werden wir mal für heute Abend einkaufen, damit wir wieder was kochen können. Wir suchen einen Weiß- und einen Rotkohl. Bekommen. Dann können wir nachher schön lecker kochen bei uns. Als wir wiedergekommen sind, haben wir uns erstmal hier aufs Bett geknallt und haben ein bisschen Video geschnitten. Olga ist immer noch dabei. Und jetzt werden wir das gerade eben gekaufte Gemüse verarbeiten in der Küche.